Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End. Uff, pelzig. Huh. Natürlich kommt da noch was. Ich hätte doch die Panzerfaust mitnehmen sollen. Ich hätte sie da mitnehmen sollen. Na gut, jetzt schießen wir alles kurz und knapp. Oh Gott. Scheißen Dreck. Manometer. Ach du Scheiße, geht das ab. Liebster Kettel, du musst aber sofort sehen können, wo du klettern kannst. Boah, jetzt will er das Ding umrosen. Wieso? Boah, Scheiße. Also das scheint jetzt wohl das Hafenviertel von Libertalia gewesen zu sein. Door. Das war dann, ja, natürlich kracht er durchs Tor. Können wir jetzt eventuell an das Ding dran? Ne, wir können wieder nur abhauen. Schuss immer noch abkriegt, bevor. Alter! Oh Mann! Vor allem die Kamerasicht frontal ist ziemlich übel. Sally? Sie läuft schon, ne? Sehr cool. Alles klar. Dankeschön. Natürlich das obligatorische Oh nein, Nate oder Nate. Das darf nicht fehlen. Ja. Jetzt ist vorbei. Wieder Dunakalte. als Gedanke klang das besser. Gut ja. Gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Jeremias Zuckerhut. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ja, mach das mal. Bitte. Die sind nur glücklicherweise allesamt Ochse, die die Typen hochzerren können. Puh. Merci, Sally. Gerade noch rechtzeitig. Schwitzt auch schon wie ein Ochs am Rücker. Ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Ach, die sind zufällig auch schon tot. Hey! Bist du okay? Ja. Und wir Sam? Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut. Gut, ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Okay. Hey. Hey. Herr Schmuck, die Schnutschlacher. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Wow. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Lügt schon wieder. Zu Averys Schatz. Wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey. Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Na, sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay. Das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff. Direkt da. Unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz.
Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Naja, wenn man schon do ist, ne? Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Hm. Wo ist das Flugzeug? Gleich da. Ich könnte jetzt aber auch nicht aufgeben, wenn ich da unmittelbar davor wäre. Und der auffälligste Felsen auf der ganzen Insel, natürlich ist da sein Schiff versteckt. Das war irgendwie auch klar, dass der Felsen noch eine Bedeutung hat. Stimmt, ein neues Kapitel jetzt. Oh Mann. Also ich finde, wir könnten durchaus auch den Schatz jetzt nochmal bergen, wenn wir schon hier do in der Nähe sind oder so, ne? Aber auf... Auf mich hört natürlich wieder Keller. Okay, ein Offshoreline am Schiff, am Flugzeug wart, wird sich zeigen. Hm. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder alle Verbündete an Bord. Ist eigentlich eine Schande, wenn wir jetzt nicht weitergehen in Richtung Schatz. Hm. Ja, der Hafen war anscheinend auch gut befestigt. Mann, Ometer. Ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Ist eigentlich unglaublich, wenn man das Ganze so sieht, wie die hier auch Verteidigung geplant haben und so weiter, dass der Hafen nicht entdeckt wurde. Dass das ganze Libertalia nie entdeckt wurde in der ganzen Zeit. Und die hier wohl wirklich vor ein paar Jahren, vor 20 Jahren oder was, ein sehr unauffälliges Leben geführt haben, völlig autark. Und dass es dann 1718 wohl untergegangen ist, das Ganze, wo dann wirklich auch die ganze Pirate-Ära absolute Bach runtergeht. Weil am 1718-19, du ist dann Blackbeard hier gestorben und du sind die allermeisten große Freibeuter dann auch, die noch übrig waren, verstorben. Und da hat es dann eigentlich aufgehört um die Zeit. Und die haben dann noch die letzte Blüte von den Piraten mitgekriegt und sind selber untergegangen, aber nicht durch die Marine, durch die Königreiche, sondern die haben sich selber umgebracht hier. Die haben sich wirklich selber abgemurkst. Mann. Heftig, wie sowas zugrunde gehen kann. Und dass man 20 Jahre lang hier absolut unentdeckt gelebt hat, ich find's der Hammer. Oh, Mann, eigentlich müsste man echt hier Reporter-Team hinjagen. Und selbstverständlich auch Archäologe. Hammer. Es ist so geil gemacht und Libertalia ist für mich auch die am schönste dargestellte und glaubwürdigste verschollene Stadt. Also so rein von der Aufmachung her. Alter Falter. Oh Gott. Okay, ich sehe hier, dass man da hochklettern kann. Wir sind ja glücklicherweise alle Affe geboren, ne? Das heißt, das kriegen wir alle hier. Okay. Moment. Da kann ich auch noch lang. Hey Leute, hier durch. Okay, da ist aber nichts mehr. Na gut. Man will es ja probiert haben. Nate, was machst du wieder von Schampel? So. Genau, und hier rüber. Zack, da kommt man nämlich durch, weil du ist eh voll, du. Kommt da irgendwie aus komischen Gründen nicht hoch. Aber es ist auch ein schöner Marker, dass man genau weiß, okay, Efeu, du geht's nicht weiter. Und
Ist hier eventuell ein Schatz? Ist hier einer? Na? Nix. Sieht nicht so aus, als wäre hier einer. Nee. Okay, dokeli. War das nur Kabelleitung? Nö. Okay, war einfach nur ein Lichtreflex. Das sah aus, als wäre nur Kabelleitung. Ja, wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Na, und doch so weit. Dann müssen wir wohl do weiter. Das ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Ja, mir ging das schon gebacken. Keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen. Moment. Hm? Zieh. Geht es nicht? Moment. Wie jetzt? Irgendwie habe ich es nicht raus. Okay. Autsch. Und du entlang. Och nö! Okay, wenigstens ruft dann Elena als Erste. Das ist irgendwie glaubwürdiger. Nochmal. Na, allerhopp. Dann nochmal. Machen wir das nochmal. Zack. Von du aus kriegen wir es nicht. Na gut. Dann nochmal. So. Und da und doch so fern. Nee, doch nicht. Okay, das Gebabbel können wir wenigstens überspringen. Nö. Niemals, du Lügner. Och nö. Okay, das Mal ist das Sally. Die wechseln sich vielleicht ab. Beim dritten Mal ruft vielleicht Sam als Erster. Okay, noch einmal. Aller guten Dinge sind drei und so. Zack. Hopp. So rum. Okay, so wird ein Schuh draus. Irgendwie trotzdem Quatsch, oder? Ja, irgendwie ist es trotzdem Quatsch. Ja, da muss ich dir wohl helfen. Den Balke hier. Ja, wenn du mich loschst, dann gehe ich auch an dir vorbei. So. Nu. Boxen wir das darüber. Machen wir einen Schwebebalke oder was? Anscheinend, ja. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Okay. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Schon passiert. Während du gebabbelt hast, mache ich schon. Okay, und jetzt? Wozu kann ich denn das Ding hier verwenden? Okay, wir sind soweit. Ja, und jetzt? Ich hab den Sinn irgendwie nicht verstanden. Die erklären auch irgendwie zu wenig. Ach so, jetzt muss ich die hier rüberzerren. Ja, die Aufzüge waren auch sehr geil. Rums. Alles klar bei euch. Ja, die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay. Oh, scheiße. Ich hab doch böses Gefühl. Och nee. Okay, das Mombasa war tatsächlich das Sam. Na gut. Okay, probieren wir es noch einmal. Okay, will... Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Das habe ich vor, ja. Warum lässt er dann los? Scheiße, Nathan! Oh, scheiß Steuerung. Okay. Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. So rum. Okay, so wird ein Schuh draus. Na gut. Und... Mann, Ometer. Natürlich. Ich zuerst. Ich habe mich schon gewundert, wozu das Ecto hinne gut ist. Sam! Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Irgendwie erinnert mich die Szene ans Gefängnis. Ich glaube, der geht jetzt in Richtung Felser. Nein, nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, ja, wenn du das jetzt tust, das war mir klar. Nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Das war klar.
Der hat sich sein Leben lang damit befasst. Er lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Das war auch so logisch, weil klar, der Typ war 20 Jahre davor oder 15 Jahre lang davor im Knast. Und dann hau ich ihm eine ran. Ja. Okay, kümmern wir uns erst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Natürlich ist der besessen davor, wenn man sich sein Leben lang damit beschäftigt und ungefähr 15 Jahre lang in der Hölle gesessen hat. Ist es doch völlig klar, dass man dann, wenn man so kurz davor ist, dass man es zu Ende bringen will. Mit was anderem hätte ich auch nicht leben können hier, um ehrlich zu sein. Wenn die jetzt einfach fortgegangen wären, da wäre ich irgendwie, persönlich etwas stinkig gewesen, weil ich hoffe immer noch auf einen großen Showdown hier bei Uncharted 4. Und was der Rafe angeht, bin ich auch mal gespannt, ob der überhaupt so weit gekommen ist. Natürlich wird er dort sein, denke ich. Aber wie es weitergeht, weil Libertalia hat jetzt auch einen Schatz. Libertalia hat einen Schatz, natürlich. Oh, was war Shani Karaffe wieder? Eine bemalte Schnabelvase. Sehr, sehr schön. Wahrscheinlich was Islamisches, so wie das aussieht. Nicht Islamisches, was generell was aus dem arabischen, eventuell auch türkischen Raum, osmanischen Raum. Ach, waren wir hier nicht schon mal? Nee, aber die Statue haben wir schon mal gesehen. Okay, da müssen wir wahrscheinlich drüber klettern. Ein paar Schätze haben wir natürlich wieder verpasst. Schade, schade. Aber man muss echt sagen, hier die ganze Wohnviertel in Libertalia machen allesamt einen solide, ordentliche Eindruck. Also auch für Piraterdorf, Piraterstadt ist es doch sehr, sehr gut gemacht und die Verhältnisse waren sehr gut und sehr viel besser als in manch andere Städte, denke ich. Okay, und dann mehrere Leute. Und los geht's. Puh. Ja, das ist schon recht sperrig und schwierig, sowas. Boah, Alter. Ja, er muss wahrscheinlich Halter. Ah, es hat eine Bremse. Sehr gut. Okay. Okay, siehst du? Oh, scheiße, ja. Das wird nicht halten. Nate, los! Ich hab's. Oh, nur er. Los! Okay, also doch nur er, nicht die anderen zwei. Scheiße. Aber Hauptsache, die zwei sind sicher. Alles okay, solange Sully und Elena in Sicherheit sind. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nate! Nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss, aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Nee. Hä? Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Schade, dass es Amok gesagt hat. Ich dich auch, Cowboy. Oh Mann. Und ich jetzt sage ihr liebe Leid. An der Stelle kann ich jetzt auch den Cut setzen. Bei der Anfang vom Kapitel 21 meines Bruders Hüter. Brothers Keeper. Ja, hier kann ich den Cut setzen. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4, A Thief's End, auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, euer Yankee.